Moin Leute und willkommen zu meinem aktuellsten Video. Diesmal mit einem improvisierten Intro, denn ich habe es irgendwie geschafft, mein Intro zu löschen. Heute gibt es aber super leckeren Nutella-Pudding-Butterkekskuchen. Also seid gespannt und viel Spaß! Für dieses Rezept benötigen wir Zucker, Sahne, Milch, Backkakao, natürlich Nutella, Speisestärke und nicht zu vergessen Butterkekse. So, und für alle, die jetzt Butterkekskuchen noch nicht kennen, das sind einfach nur Butterkekse mit Puddingfüllung sozusagen, beziehungsweise als Zwischenlage. Und deswegen müssen wir jetzt als allererstes den Pudding zubereiten. Nun habe ich mir meine Zutaten bereitgestellt und vermische jetzt als allererstes die kalten Zutaten. Das heißt, ich gebe jetzt meine Milch in meinen Topf. Achtet dabei bitte darauf, dass ihr jetzt noch nicht den Herd anschaltet, denn wie gesagt, diese Zutaten werden kalt vermischt. Dann gebe ich die Sahne dazu. Die Sahne bewirkt einfach, dass der Pudding noch so ein bisschen cremiger schmeckt. Wenn ihr natürlich die extra Kalorien sozusagen weglassen möchtet, könnt ihr das auch ohne Probleme machen. Dann kommt mein Zucker hinzu. Die Speisestärke. Alternativ könnt ihr natürlich auch Schokopudding nehmen. Jetzt gebe ich noch meinen Backkakao dazu. Wichtig ist hier wirklich, dass ihr Backkakao nehmt, denn der normale Kakao enthält noch Zucker und sorgt einfach nicht für diesen schokoladigen Geschmack. Und jetzt wird alles gut verrührt. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, warum ich die Zutaten jetzt kalt vorher verrühre und nicht einfach den Herd anstelle und alles zur warmen Milch gebe, das Problem wäre, dass euch die Stärke dann einfach klumpt und ihr keinen schönen, gleichmäßigen bzw. geschmeidigen Pudding bekommt. Deswegen muss alles vorher vermischt werden und erst dann könnt ihr den Herd einschalten. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich stelle jetzt auf höchste Stufe und jetzt ist es wichtig, dass ihr die ganze Zeit rührt. Denn wenn ihr das nicht macht, dann brennt euch unten der Pudding an und das wollen wir natürlich nicht. Die ganze Masse wird jetzt so lange aufgerührt bzw. verrührt, bis der Pudding anfängt zu kochen. Wie ihr sehen könnt, fängt jetzt der Pudding an, etwas fest zu werden. Das heißt, jetzt dauert es nicht mehr lange, fleißig weiterrühren. Sobald der Pudding fest geworden ist, lasst ihn noch mal kurz aufblubbern sozusagen, dass die Stärke auch wirklich sich verbindet und der Geschmack von der Stärke weggeht. Und dann könnt ihr es zur Seite ziehen. Nachdem ich den Pudding jetzt vom Herd gezogen habe, gebe ich jetzt auch, das ist jetzt Geschmackssache, ihr könnt 2 bis 3 Esslöffel, wirklich gehäufte Esslöffel Nutella mit dazu geben. Und genau aus diesem Grund habe ich auch weniger Zucker gewählt, denn wir wissen alle, in Nutella steckt mehr als genügend Zucker. Alles wird jetzt nochmal gut verrührt. Ich habe jetzt hier mein Pudding und mir schon mal meine Auflaufform bzw. einfach eine Kuchenkastenform genommen und die habe ich mir jetzt mit Frischhaltefolie ausgelegt. Alternativ könnt ihr natürlich auch Backpapier nehmen, das geht genauso gut. Zudem liegen hier jetzt auch schon meine Butterkekse bereit und jetzt geht es auch schon ans Schichten. Es ist wichtig, dass der Pudding noch nicht abgekühlt ist und somit seine finale Konsistenz bekommt. Nun nehmt ihr euch einfach so einen Butterkeks. Ihr könnt natürlich auch Schokobutterkekse nehmen, wenn ihr es so richtig schokoladig möchtet. Und dann wird das einfach hier drauf gestrichen und dann gebe ich das einfach in meine Form. Ich nehme jetzt hier einfach eine Kastenform, damit ich so ein bisschen Stabilität habe und das einfach gleichmäßig aufreihen kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Löffel verwenden, um die Kekse damit zu bestreichen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Butterkekskuchen schon kennt oder noch nicht, beziehungsweise ob ihr so allgemein Fans von No-Bake-Sachen seid oder auch gerne die Arbeit für normale Backsachen in Kauf nehmt. Wenn ihr Kinder habt, so wie ich, dann kann ich euch das nur empfehlen. Meine Jungs lieben es total zu backen, beziehungsweise der Kleine ist noch ein bisschen zu jung, aber der Große, er liebt es zu backen mit mir zusammen. Und das ist wirklich so eine Variante, das ist super einfach mit Kindern zu machen und vor allen Dingen, die Kinder können zwischendurch richtig gut ihre Finger ablecken. Und ja, welches Kind macht das natürlich nicht zwischendurch gerne naschen? Nun habe ich jetzt alles fertig geschichtet. Ich habe jetzt noch Pudding übrig und das ist nämlich auch bewusst so, denn der komplette Kuchen bzw. die Butterkekse werden jetzt von außen noch komplett eingestrichen. Ich werde jetzt als erstes diese Oberseite sozusagen mit Pudding ein bisschen bestreichen und im Anschluss werde ich mir das dann auf eine Servierplatte oder einen Teller, was ihr da habt, was ihr nehmen mögt, draufstürzen.
Und durch das Bestreichen werden hier natürlich auch nochmal die Rillen aufgefüllt, wo noch nicht ganz Pudding dran gekommen ist. Geht dabei natürlich vorsichtig vor, denn der Pudding ist natürlich noch nicht ganz fest und somit ist alles noch etwas wackelig. Entweder könnt ihr jetzt, so wie ich, das da drauf geben und umstülpen oder ihr traut es euch so. Ihr könnt natürlich auch ohne Probleme einen langen Teller nehmen oder einen normalen Teller. Mein langer Teller ist mir gerade eben kaputt gegangen, aber Scherben bringen ja Glück und deswegen habe ich mich dann jetzt quasi für meine Tortenplatte entschieden. Nun wird die Folie vorsichtig abgezogen. Und jetzt können wir den kompletten restlichen bzw. die kompletten restlichen Butterkekse von außen vorsichtig einschmieren oder einstreichen. Hierzu könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen so festhalten, um einfach noch so ein bisschen Gegenkraft mit etwas Kraft dagegen zu wirken. Genau, dann zerfällt er euch auf jeden Fall nicht. Aber dadurch, dass der Pudding natürlich auch relativ schnell fest wird, bekommt er natürlich auch eine gewisse Stabilität. Damit sich auf dem Pudding keine Haut bildet, während ihr jetzt die ganze Zeit die Kekse einstreicht, könnt ihr den Pudding zwischendurch einfach mal so ein bisschen umrühren, damit, wie gesagt, sich einfach diese Haut nicht bildet. Ich habe jetzt sogar noch etwas Pudding übrig, aber das gebe ich gleich meinen Kindern. Die freuen sich auf jeden Fall schon mal. Und dann habe ich jetzt auch schon mal meine Serviplatte drumherum sauber gemacht. Und hier habe ich sogar noch was übersehen, mache ich gleich nochmal nach. Und dann kommt alles in den Kühlschrank oder, wenn es jetzt so wie jetzt draußen kalt ist, abgedeckt für circa 2 Stunden in den Kühlschrank oder nach draußen, wo es schön kalt ist, damit die Kekse so richtig schön durchziehen. Und mehr ist es auch nicht, dann können wir den Kuchen nämlich schon anschneiden. Butterkekskuchen lässt sich auch super am Abend zuvor vorbereiten, sodass ihr es über Nacht dann einfach im Kühlschrank packt. Das ist auch eine super Variante und so ist es am nächsten Morgen schon fertig. So, 2 Stunden Kühlzeit sind nun um. Ich habe, bevor ich meinen Kuchen kalt gestellt habe, noch Frischhaltefolie drum gemacht, damit mir der Pudding einfach nicht austrocknet und weil ich es auch nicht mag, wenn einfach Sachen den Geschmack vom Kühlschrank annehmen. Das noch als Tipp nebenbei. Und jetzt geht es auch schon an die Verzierung. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr mögt. Und ich zeige euch einfach jetzt mal, wie ich das mache. Natürlich sind die Kekse jetzt auch richtig schön weich geworden. Und jetzt habe ich mir hier sozusagen einmal weiße Schokolade geschmolzen. Und dazu auch noch etwas Haselnusskrokant. Denn ja, wie bekannt ist, in Nutella ist natürlich Haselnuss. Und ich finde, deswegen passt das ganz gut. Und außerdem gibt es noch mal so ein bisschen einen leckeren Crunch. Ich säubere gerade noch mal so ein bisschen den Rand nach, denn da ist doch noch was. Und da kann ich euch den Tipp geben, nehmt einfach so ein Stück Zebertuch und zum Beispiel jetzt einen Löffel hier unten die Seite, klebt einfach oder bindet das Zebertuch drumherum und dann könnt ihr so richtig schön vorsichtig hier am Rand lang fahren und dann könnt ihr halt die Ränder richtig schön sauber machen. Also damit klappt das wirklich gut, den Tipp kann ich euch auf jeden Fall geben. So, jetzt können wir auch mit der Verzierung endlich loslegen. Ich habe mir jetzt meine Schokolade noch mal ein bisschen warm gemacht, dass sie so richtig schön geschmeidig ist. Nehme mir jetzt etwas einfach auf meinen Löffel. Ihr könnt natürlich auch einfach so einen kleinen Spritzbeutel nehmen und ganz fein vorne die Spitze abschneiden. Das geht natürlich auch super. Ansonsten nehmt ihr einfach so einen Löffel und dann wird alles einfach so drüber gegeben, sage ich jetzt mal. Ich finde, die weiße Schokolade gibt einfach nochmal so einen kleinen Farbtupfer, dass das nicht so trist aussieht. Und der Krokant, wie gesagt, macht es einfach nochmal so ein bisschen crunchy. Für den Sommer empfehle ich aber natürlich Früchte. So, und zum Schluss, wie gesagt, jetzt noch etwas Haselnusskrokant. Und mehr ist es wirklich nicht und ihr habt wirklich einen kleinen Hingucker auf der Kaffeetafel. Kinder lieben sowieso immer Pudding und Butterkekse, deswegen geht diese Kombi immer und man kann es einfach der Saison anpassen. Im Sommer, wie gesagt, mit Früchten, im Herbst, Winter natürlich, könnt ihr die Variante, die ich jetzt gemacht habe, machen. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt mir sehr gerne auch ein Feedback in den Kommentaren da lassen, wenn ihr es nachgebacken oder nachgemacht habt. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich zeige euch gleich noch den Anschnitt. Und das passiert, wenn man Kinder hat. Wenn man mal eine Sekunde nicht aufpasst, sind die kleinen Patschehändchen einfach schneller. Und deswegen durfte ich diesen Kuchen gleich 2-mal machen. Denn ich habe es noch nicht final abgedreht und fotografiert. Und deswegen sieht er jetzt auch
auch etwas anders aus, denn ich hatte nicht mehr genug weiße Schokolade, deswegen musste ich Ganache nehmen. Aber nun gut, was soll's. Hier ist jetzt das zweite Endergebnis und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen.